lernen heute mit Lelouch. Aus einem handelsüblichen Taschentuch eine große zu machen. Ich zeige das mal kurz irgendwie. Susaku? Wir filmen nochmal kurz Susaku. Ich habe jetzt das Taschentuch in meiner Hand. Und da ist ein So, und tada! Nun habe ich eine handelsübliche Rose, die ich gestern von Claude geklaut habe, in meine Hand. Ganz und die ist wunderschön! Und das sagt Alois! Perfekt! So. Da ist nochmal Susaku und da ist wieder Lelouch. Susaku betrügt mich am laufenden Band! Mit mir! Geh weg! Geh weg! Und jetzt sind sie beide drauf und Susaku schmollt! Lelouch schmollt auch! Keine Luft, lässt den Tuch auf zu atmen. Gut. Liebe Kinder, ich bin immer noch Scooby-Doo. Heute im Lelouch-Cosplay. Shaggy sitzt dort hinter der Kamera. Genau. Na, du sagst, dass mir am laufenden Band fremd geht. Mit einem Alois. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Dopamin. Und Lelouch hat England eingenommen. Ich habe England eingenommen. Hier ist mein Ich aus der Zukunft. Und ich möchte an dieser Stelle mein anderes Lelouch Rutschi grüßen. Gut, ich wollte euch England erklären und warum ich diese Flagge hier habe. Ja, da Susaku mir fremdgegangen ist, habe ich England selbst eingenommen. Halt, falsch. Ich habe England vor dir eingenommen. Ich habe England eingenommen. Und es dir geschenkt. Ja. Ich habe es dir geschenkt. Und ich finde mein Schiff immer noch nicht. Alois hat vorhin eins gebastelt, aber das war ihr zu klein und es ist wieder verloren gegangen. Nein, ich habe es, glaube ich, eingesteckt. Du hast Schiffe. Ich kann dir auch noch eins machen. Alois kann viele Schiffchen basteln. Ja, Alois bastelt mein Schiff. Flyer haben wir genug gekriegt. Nein. Er bastelt dir eine Flotte. Ja, ich will eine ganze Kolonie. Dann mach das. Dann kapern und entern wir es. Gib mir Papier, dann mache ich sie dir. Ich habe noch ein paar Flyer. Ja, ungefähr. Perfekt. Gut, das war Lernen mit Scooby-Doo. Dadam. Babam. Also, wir erzählen euch heute, wie wir meinem Arzt erklären können, warum ich gerade einen sehr seltsamen Schokoriegel Matsch aus meiner Tasche gegessen habe. Da war einmal dieses... Nein, okay. Aber weil mein Arzt mir gesagt hat, ja, okay, also, gib mir die Adresse vom Arzt, ich gehe ihn besuchen. Also, da gibt es die Serie aus Japan, die heißt Kuno Shinsuchi. Und in der zweiten Staffel, da gibt es ein Pisskind namens Alois. Und dieser Alois hat mich dazu verleitet, mich als Lelouch, ein armer Irre aus Kuriers, der leider nicht schafft, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ich hab Kini vor mir. Ich darf mich anzuspuchteln, Susaku. Hey, stirbst du eigentlich? Ja, ich sterbe. Ich werde von Susaku erdolcht. Mistkerl. Okay, weiter. Hallo? Ja, von diesem Mistkerl hier. Und das hat verleitet hier. Ja, genau. Ja, und wegen. Das ist noch eine unwichtige Person da. Also das da. Denn das ist mein Lover. Ah, okay, ja gut. Passt auch voll diese Mischung so aus den verschiedenen Animes. Crossover pur. Wir haben auch Gino und William. Du wolltest doch was erklären. Genau, erklär weiter. Film dich. Ja, genau.
Ja, jedenfalls ich als Lelouch musste diesen widerlichen Schokoriegel essen, den ich von Alice bekommen habe. Und deswegen bin ich jetzt so dick. Und ich weiß nicht, wie ich mich Vorhin hast du noch gesagt, schmeckt dir. Echt mal. Ich werde mein Leben nie so leben können wie vor diesem Schokoriegel. Oh nein, das sieht die Welt jetzt ganz anders mit ganz anderen Augen. Ja. Und ich bin das Opfer, das auf dich aufpassen muss. Ich bin fürs Leben gestraft. Ja. Oh, eine Runde Mitleid. Oh, dankeschön, aber das hilft mir nicht. Also, dann rufe ich sie mit der Wolkenlinie mal an und spät das Kaffee. Video. Okay, das ist eine neue Folge von Lernen mit Scooby-Doo und Shaggy. Shaggy ist leider nicht mehr hier. Wir haben eine sehr seltsame Geschmacksverirrung, wie wir hier sehen können. Wem könnten diese Füße wohl gehören? Ja, dieses obertuckige Viech da mit den verbotenen Socken und den schwarzen Schuhen ist Susaku. Das komischerweise plötzlich Brust hat, aber gut. Und das andere ist, oh mein Gott, man mag es kaum glauben, Alois Tsuranchi. Wie konnte es zu solch einer Geschmacksverirrung kommen? Alois hat leider keinen Butler mehr. Claude war nicht da und Alois kann sich leider nicht selbst anziehen. Deswegen hängt auch das Hemd. Ja, ganz schrecklich. Und über Susaku reden wir nicht weiter. Es ist eine wandelnde Geschmacksverirrung, wenn du Lusch sowieso nicht da ist. Geh weg, du Sau! Mann! Okay, noch ein Wort an eure Fans. Bitte mach das nicht nach, es ist einfach nur schrecklich. Und du fühlst dich scheiße und ich glaube, also ich meine, dieses gelbe Hemd und dieser blaue Mantel und dann diese Schuhe, das geht gar nicht. Also, das geht nicht. Also ich meine, das gelbe Hemd und der blaue Mantel, das ist geil, ne? Okay, danke, geh aus dem Bild. Alois, möchtest du noch sagen? Das ist wirklich verdammt scheiße, den ganzen Tag ohne Butler zu sein und vor allem... Ich bin ein Lord, ich muss mich nicht selbst anziehen. Und das kommt dabei raus, wenn ich mich da doch mal selbst anziehen muss. Das geht mal gar nicht. Ja. Ich bin Butler. Okay. Ein Wort an euch alle. Bitte lasst Alois niemals ohne Butler. Und bitte cosplayt niemals Susaku. Danke.